Hallo, willkommen zu meiner Küche. Heute machen wir ein Hackfleisch mit Ei. Fangen wir an jetzt mit Inhalt. Ich habe 300 Gramm Rinderhackfleisch, 3 Eier, Cocktailtomate 5 Stück, halbe rote Paprika, eine grün und 5 Frühlingszwiebeln. Fangen wir gleich an. Ich habe jetzt 30 Gramm Butter drin, da tue ich noch Esslöffel Öl rein, Sonnenblumenöl. Herd ist schon an, machen wir hoch, kommen jetzt Hackfleisch rein, so, jetzt warten wir, bis es etwas warm ist, es ist warm, jetzt können wir anfangen. So, wir haben jetzt hier eine Hackit zum Hackfleisch zum Verkleinern, einfach drücken. Wenn man ein bisschen Öl macht, dann geht es natürlich besser, leichter, so. Fertig. So kann man es machen. Okay. Das ist hitzebeständig, keine Angst. Man kann es verkehrt hinstellen. Wir haben ja 4 Stück. Bei jedem eine für die Familie. Fange ich gleich an, Paprika zu schneiden. So, jetzt kommt Paprika rein. So, jetzt schneide ich die Zwiebel. Klein schneiden alle. So, jetzt kommt Zwiebel rein. So, jetzt schneiden wir die Tomaten. Jetzt fertig, Tomate. Können wir Salsa reinmachen? Salz und Pfeffer. Und noch gleich Eier rein, dann ist es fertig. So, jetzt die Eier rein. So, schon fertig. Jetzt bereite ich noch kurz bis die Salat. So, fertig den Salat. Und Brot dazu. Ciabatta. Jetzt kann man sie servieren. Mache ich aus. Teller, ich muss auch so heben, ich mal. So,
jetzt bin ich fertig. Jetzt tun wir noch ein bisschen Deko. Schnittlauch und Petersilie. So kann man das servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Hackfleisch, mit Ei. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss.